Das Ding hat keine Static-Probleme hier, glaube ich. So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in der Heiligen Halle. Ich weiß gar nicht, was wir heute überhaupt machen oder wo ich hier anfangen soll oder wie, um was es in dem Video geht, gell? Ich bin jetzt eben hier auch dazu gestoßen. Du meinst, du bist gerade aufgewacht. Ich bin gerade aufgewacht, ja. Um 2 Uhr übrigens. Um 2 Uhr. Und der Caneus ist ja so ein kleiner Prüflabor-Mensch, gell? Der testet gerne Sachen und entwickelt gerne Sachen und prüft gerne Sachen und baut Sachen gerne ganz viel aus und ganz viel wieder ein und guckt dann, was da die Unterschiede sind. Und ich glaube, so in der Richtung befinden wir uns auch hier in dem Video, oder? Ein bisschen rumprobieren, oder? Wir haben ja hier ein bisschen Leistungstuning gemacht bei deinem Teil. Und was hast du jetzt noch nachträglich gemacht oder was hast du heute gemacht? Oder was machen wir heute? Also, aktuell ist ja noch der Leistungsstand so wie im letzten Video. Wie ist der? So knapp über 300 PS. Ja. Mit allerdings dem Upgrade-Lader jetzt schon. Der zweite Step, dann nochmal die Software zu ändern für den Upgrade-Lader, ist noch nicht erfolgt. War jetzt halt auch mit der ganzen Krise ein bisschen alles blöd gelaufen. Kommt aber demnächst noch im Video. Ja, bei dem letzten Umbau ist der Ladeluftkühler reingekommen. Genau, der Ladeluftkühler ist reingekommen. Das ist ein Wagner Competition 1 Ladeluftkühler, so die preisgünstigere Variante. Und wir haben jetzt von dieseltuningparts.com nochmal den Evo 2 bekommen zum Testen, ob jetzt im Vergleich Evo 1 zu Evo 2, wo der Unterschied wirklich ist, schwarz auf weiß auf dem Papier. Wir haben heute früh eine Eingangsmessung gemacht mit dem Evo 1 und werden dann nachher, wenn wir es eingebaut haben, noch eine Ausgangsmessung machen mit dem Evo 2, um da wirklich an einem Tag gleiche Bedingungen, Wetterlage gleich, einen Unterschied feststellen zu können, 1 gegen 2, ob es jetzt wirklich was bringt für so einen Motor in dem Auto, auf den größeren zu gehen oder ob man sagt, okay, das Geld kann ich mir sparen und ich nehme den kleineren, reicht vollkommen aus mit der Leistung. Also noch einen kleinen Preisunterschied haben von? Ja, 200 Euro. Also von dem großen zu dem kleinen. Genau. Ja, das heißt, du hast jetzt den alten Ladeluftkühler hier rausgeschmissen? Den haben wir jetzt schon rausgebaut. Wie man sehen kann. Genau. Hm. Dass wir das mal vergleichen von der Größe. Also von der von den Kästen ist relativ ähnlich, hier ist halt ein bisschen mehr geschwungen und der vordere Teil, wie hier, der ist halt noch ein ganzes Stück dicker, der ganze Ladeluftkühler, dadurch hat er halt mehr Volumen und mehr Kühlleistung. Vom Netz her dürften beide gleich sein, weil sie beides Competition-Ladeluftkühler sind. Und du kombinierst hier so ein bisschen mit dem Marcel, der die Software drauf gemacht hat, genau, da oben, gell? Und der entwickelt auch spezielle Teile für seine... Genau, der Marcel entwickelt spezielle Teile für die größtenteils BMW Dieselmotoren und die könnt ihr oder die vertreibt er auch über dieseltuningparts.com. Der Fabi kann ja mal einen Link unten in die Beschreibung reinmachen zu dem Shop. Hat er schon hier. Und da gibt es wirklich sehr spezielle Teile für die Dieselmotoren, um die halt standfester zu machen. Ja. Um es kurz und knapp zu sagen, du hast halt morgen eine Eingangsmessung gemacht, jetzt hauen wir den großen Ladeluftkühler rein und gucken, wo halt die Unterschiede sind. Genau. Ne? Und da er schon draußen ist, würde ich sagen, schmeißen wir ihn jetzt wieder rein. Genau. Ladies and Gentlemen, einige Tage später und weiter geht's im Text. Wir sind mal wieder Richtung Frankfurt gefahren zu dem lieben Marcel. Wir haben ja jetzt mit dem Ladeluftkühler eine Eingangsmessung gemacht oder eine Datenauslese quasi von dem kleineren Ladeluftkühler als auch jetzt von dem neuen größeren Ladeluftkühler. Und der liebe Marcel erklärt euch jetzt mal schnell, was sich dabei verändert hat. Gehen wir jetzt hin. Ja, gehen wir jetzt hin, Fabian. Hä? Okay. Da freut ihr euch wieder, gell, wenn der Marcel dabei ist. Hä? So, der Cornelius, der soll die Kamera innen drin anmachen, ne? Hat er nicht gemacht. Hat er nämlich nicht gemacht. Jetzt, oder? So, Marcel. Moin, Mahlzeit. Wo wir sind, habe ich schon erklärt. Ne? Im altbekannten Nettoparkplatz. Genau. Und du musst uns jetzt noch mal kurz erklären, was hier bei unserer Datenauslese rausgekommen ist mit dem alten Ladeluftkühler und oder was der Unterschied ist. Also, vorher war ja ein Evo 1 verbaut, richtig, Cornelius? Ja, genau. Genau. Und dann hat der Cornelius sich entschieden, noch größeren Ladeluftkühler einzubauen, um
den Wirkungsgrad des Turbosystems einfach nochmal zu steigern, um den höheren Ladedrücken auch gerecht zu werden. Und da sind Vergleichsmessungen gefahren worden. Die werde ich dann später die Auswertung dazu noch analysieren bzw. erklären. Grundsätzlich ist es ja so, je größer der Ladeluftkühler ist, umso effektiver kann er kühlen, weil er, wenn er effektiv angeströmt wird. Und da wir hier jetzt anstreben, ein absolutes Ladedruckverhältnis von über 3,4 zu 1 zu fahren, also das entspricht einem Anzeigen-Ladedruck, so wie man das von einer externen Ladedruckanzeige dann ablesen würde, von 2,4 bar, was natürlich schon beachtlich ist. Und der Luftmassenstrom, der hier in den Motor einströmt, muss entsprechend gekühlt werden, dass wir hier uns nicht außerhalb des sicheren Bereichs bewegen. Und von daher kann ich die Entscheidung von Cornelius nur begrüßen, den größeren Ladeluftkühler eingebaut zu haben. Nichtsdestotrotz sollten wir jetzt erstmal eine Eingangsmessung machen. Der andere Ladeluftkühler, der andere Turbo sind verbaut. Und ich muss jetzt erstmal abprüfen, wie verhält sich das Ganze. Das ist ja ein komplett anderes Laufzeug, also eine andere Geometrie am Verdichter, eine andere Geometrie an der Turbine, inklusive einer unterschiedlichen Verstelleinheit von den Turbinenleitschaufeln. Und um das ideal abstimmen zu können, dass es auch wirklich alltäglich und gut dosierbar fahrbar ist, machen wir jetzt erstmal eine Eingangsmessung, wie beim letzten Mal, um eine Basis mit der Datenaufzeichnung zu erheben. Und los. Jetzt hast du die falsche Buchse an. Das ist fatal. Das kann den ganzen Tag versauen. Das ist echt so. Wie von einer Freundin, ne? Ja. Wenn das mal nicht zwickt im Schritt. Auch solange die rechts und links gut raushängen können. So, kann es losgehen. Die Messung läuft schon die ganze Zeit. Welchen Gang? Ich würde den M4 mal nehmen. Dann halt ohne Übertreten der Kickdown-Schwelle. Du kennst es ja schon. Bezüglich der verschiedenen Leistungsstufen, wie willst du das haben? Eco-Serie auf Komfort so um die 350 PS und auf Sport versuchen wir mal die 400 PS zu knacken, oder? Ja, klar. Super, okay. Ronny, alles was geht. Super. Okay, also anhand der Messung jetzt hier sieht man ganz schön, in weiß, das ist der Sollladedruck und gelb, das ist der aktuell gemessene Ladedruck. Und in rot überlagert hier ist das Tastverhältnis der Ladedruckregelung. Also wie weit die Leitschaufeln der verstellbaren Turbogeometrie offen stehen. Und das funktioniert so gesehen tadellos. Da hat der Holger von Heim Turbotechnics einen guten Job gemacht, denn die Serien-Turbo-Ansteuerung, wie sie im Kennfeld der Motorsteuerung hinterlegt ist, schafft es hier komplett mit einem Ansteuerverhältnis von um die 40% den Sollladedruck einzuregeln. Und wenn wir jetzt natürlich die Leistung weiter steigern, muss sich entsprechend der Ladedruckanforderung tendenziell die Leitschaufeln etwas mehr zuziehen, um mehr Turbinenantriebsleistung zu generieren, damit der Verdichter auf der Frischgasseite auch in der Lage ist, die Luftmasse zu fördern. Da muss man allerdings vorsichtig sein, wenn man die Grenzen zu weit anhebt für das Tastverhältnis der Leitschaufeln, dann drosselt man ja hinten raus den Motor wieder. Das heißt, die Abgase müssen ja über die Leitschaufeln abströmen, über die Turbine. Wenn man das zu weit zuzieht, um den Ladedruck einzuregeln oder den Wunschladedruck einzuregeln, dann kann das kontraproduktiv werden, weil dann der Wirkungsgrad über den Motor, über den Zylinderkopf abfällt. Einfach gesprochen, wenn man hinten zu fest zukneift, dann kommt nichts mehr raus. Kommt kein Fotz mehr raus. Dann kommt kein Fotz mehr raus, ganz genau. Und da gilt es halt jetzt über die Probefahrten, über die Messfahrten, das Optimum zu finden zwischen Ladedruck oder Druckverhältnis, weil das der Verdichter erzeugt, Ansteuerung von der Turbinengeometrie und Abgasdruck im Krümmer. Glücklicherweise hat BMW hier ab Werk schon immer einen sogenannten P3-Sensor verbaut. Also das ist ein Drucksensor, der im Krümmer verbaut ist, über den ich halt auch auslesen kann, wie stark die Turbine ausgelastet ist. Wenn ich sehe, dass die Ladedruckregelung die Verstellschaufeln immer weiter zuziehen will, um den Sollladedruck einzuregeln, und der Turbinendruck aber schon extrem hoch ist, dann überfordern wir quasi den Turbo auf der Heißgasseite und dann
muss ich eigentlich, dann ist die einzige logische Konsequenz, dass ich weniger Sollladedruck anfordere, um das Ganze in einem effizienten und vor allen Dingen vernünftig sicheren Bereich zu halten. Da habe ich eine Version vorbereitet, die flashen wir jetzt mal drauf. Dann gucken wir bei der nächsten Probefahrt mal, wie weit die Sportanzeigen ausschlagen. Ein Kunde von mir aus Holland, der fährt mit seinem 335D, also auch das ist ein F31. Der fährt das immer am Wochenende auf irgendwelchen Veranstaltungen. Der hat jetzt über 400 Viertelmeile Starts schon. Nichts kaputt gegangen im Getriebe, nichts kaputt gegangen am Antriebsstrang. Und der fährt fast 950 Newtonmeter. Mit dem Getriebe? Ja, mit dem Getriebe. Mit dem Wandler? Mit dem Wandler. Serienauto, also kein, nichts an Ausstattung oder sowas rausgeholt. Auf der Viertelmeile 11,2 Sekunden. Von 0 auf 100 fährt er in 3,55 mit Straßenreifen, also keine Drag Radials oder sowas. Ich bin selbst verwundert, dass der Antriebsstrang das so tadellos mitmacht, aber der bringt das her. Ja, wir können ja einmal machen. Okay. Ja, gerne. Fände ich cool. Gut, ich suche schon mal die Nummer vom ADAC raus. ich hab letzte Woche erst wieder plus überwiesen, 94 Euro. An ADAC? Ja. Na da lohnt sich ja nichts. Haben sie übrigens erhöht von einem Jahr aufs andere 9 Euro. ADAC? Ja. Vielen Dank. Naja, jetzt wo keiner mehr Auto fährt, ne? Muss die Kohle irgendwie reinkommen. Logging läuft schon, alle Werte, alle Sensoren sind warm. Also, ready when you are. Die Sportanzeige ist bis so 370 PS im Overboost hochgeschnellt. Jetzt Sport. Drehen wir gleich um. Können wir machen. Was meinst du? 400? Hopp ja. Oder top? 400 will ich schon drin sein. Schon ein bisschen. Ja. Und was passiert da im Wandler? Fährt auf Druck sozusagen? Ja, der Wandler, das ist ein, es gibt zwei Arten von Wandlern. Das eine ist ein Turbinendämpferwandler, der wird eigentlich bei den Benzinern eingebaut. Da ist so eine Ringfeder drin, die halt die Torsionsschwingung aus dem Motor abdämpft. Der Diesel hat halt aufgrund seiner Verbrennungscharakteristik eine höhere Motorordnung, also eine größere Ungleichheit der dritten Motorordnung. Das heißt, es ist die Beschleunigung über die 360 Grad Kurbelwellenwinkel gemessen pro Grad. Das heißt, wenn ein Zylinder zündet, ist ja der Druckanstieg beim Diesel deutlich stärker, deutlich höher. Und deswegen ist auch die Beschleunigung der Kurbelwelle zeitlich gesehen dann größer. Und dieser Versatz der einzelnen Zündungen, der führt dazu, dass die Drehzahl gesehen über die 360 Grad der Kurbelumdrehung nicht konstant ist. Das heißt, die Kurbelwelle dreht sich mal ein paar Grad schneller, ein paar Grad langsamer. Und um das zu dämpfen, auszugleichen, haben die Wandler für die Diesel haben da ein zweites Federpaket eingebaut. Nur wenn man das eben zu stark belastet und zu viel Drehmoment drauf gibt, dann geht es auf Block und dann brummt es halt. Marschiert mächtig der Kollege. Würdest du nochmal 0-100 sehen? Ne? Das machen wir gleich. Ich habe noch einen weiteren Kniff, den ich für Starts von Null weg einbauen möchte. Schauen uns erstmal jetzt die Daten an, ob man den Turbo noch verfeinern, also an der Turboansteuerung noch was verfeinern kann, wie das mit dem Spritzbeginn aussieht. Was erkennt man? Also wir sind ja jetzt Loks gefahren, einmal auf Komfort mit um die 680 Newtonmeter programmiert und 350 PS und im Sportmodus sind 400 bzw. sind 370 PS angefordert und so 700 Newtonmeter mit der Option, dass im Overboost, das heißt, wenn alle Temperaturen, alle Drücke am Motor im grünen Bereich sind, dass dort dann nochmal 30 PS zusätzlich freigegeben werden und 40 Newtonmeter. Und ich schaue mir jetzt hier die Messkurven an, die wir jetzt während der Messfahrt aufgezeichnet haben. Und was festzustellen ist, dass der Turbolader recht spontan anspricht. Also man hat auch vom Gefühl her kaum einen Verlust gegenüber dem Serienturbo,
was die Spontanität, die Dynamik, das transiente Ansprechverhalten anbelangt. Der Turbo macht hier genau das, was er soll. Hier 3,3 Bar absolut Ladedruck in der Spitze. Und wie man hier sieht, anhand der roten Linie, das ist ja das Ansteuer, das Tastverhältnis der VDG, dass man dort mit steigender Motordrehzahl immer einen niedrigeren Ansteuer, eine Ansteuerung hat. Das heißt, der Turbo läuft ziemlich effizient. Man kann die VDG sehr weit aufstellen und trotzdem erzeugt der Lader noch den gewünschten Ladedruck von fast 2,2 Bar relativ bei 4300 Umdrehungen und setzt da halt einen ziemlich hohen Luftmassenstrom durch, sodass wir rechnerisch sogar auf 406 PS kommen. Was man allerdings sieht, und das ist halt dem Partikelfilter geschuldet und dem der Verbrennungscharakteristik von diesem Motor, der hat ja Magnetventilinjektoren, dass wir hier nach dem Pull von im fünften Gang mit fast voll besetztem Auto mit vier Personen halt jetzt schon eine Abgastemperatur nach Turbolader von kurzzeitig 700, 702 Grad erreichen. Ich habe eine Abgastemperaturregelung eingebaut. Das hatte ich ja schon bei der ersten Tuningstufe auch implementiert. Jetzt setzen wir deutlich mehr Kraftstoff um. Mehr Kraftstoff hat mehr chemische Energie in sich gebunden. Entsprechend wird ja auch mehr chemische Energie in Wärme umgewandelt beim Verbrennungsprozess, sodass dann auch folglich die Abgastemperaturen schneller steigen. Und ab 680 Grad fange ich an, die Leistung zu drosseln, um einen Bauteilschutz zu gewährleisten. Das funktioniert hier. Ab 680 Grad fängt der Regler, das ist ein PI-Regler, fängt an zu regeln. Ich habe das so eingestellt, dass er nicht zu stark regelt, ja, dass man nicht irgendwie ein Ruckeln oder sowas spürt als Fahrer. Aber wie man hier sieht, mit steigender Drehzahl wird dann auch wieder die Temperatur begrenzt, sodass wir uns bei 680, 690 Grad bewegen und damit nicht dauerhaft über einer grenzwertig hohen Temperatur für Partikelfilter und Katalysator bewegen. An für sich, ja, hier erkennt man an der gelben, orangenen Linie, das ist die Ansteuerung der Zumesseinheit auf der Hochdruckpumpe. Je niedriger der Wert ist, umso weiter geöffnet ist die Hochdruckpumpe. Oder weiter geöffnet ist das Ventil an der Hochdruckpumpe. Und hier bei 3600 Umdrehungen bis ca. 4400 Umdrehungen befindet sich die Hochdruckpumpe in Vollförderung. Das heißt, mehr geht nicht durch die Hochdruckpumpe. Wir haben hier einen minimal leichten Einbruch im Raildruck. Das ist so gesehen aber zu vernachlässigen, weil wir ja jetzt keinen Einbruch haben, der so stark ist, dass das Auto in Notlauf geht. Die Notlaufeigenschaften sind da weiterhin aktiv. Das heißt, sollte aufgrund von Umgebungsbedingungen wie höherer Umgebungstemperatur, heißer Kraftstoff oder ja, anderes atmosphärisches Druckverhältnis sich da was tun, dass der Kraftstoffdruck zu weit absinkt, dann geht das Auto auch in Notlauf. Das ist halt hier jetzt mit Partikelfilter 400 PS und knapp 750, 760 Newtonmeter. Da bewegen wir uns an der oberen Grenze des technisch Machbaren. Und der nächste Schritt wäre dann sozusagen ein Upgrade an der Kraftstoffversorgung, um wieder Luft zu schaffen, in dem Fall Kraftstoff zu schaffen, und die Hochdruckpumpe nicht zu überlasten. Aber an für sich funktioniert das schon mal sehr gut. Ich schaue mir jetzt noch den Bezug des Spritzbeginns zur Ansteuerdauer der Injektoren an. Wir können mit dem Raildruck nicht weiter hochgehen, weil wir uns schon mit der Hochdruckpumpe in Vollförderung befinden. Ja, die Hochdruckpumpe arbeitet eigentlich immer unter Volllast, oder? Nein. Nee. Das allererste System der Common Rail Hochdruckpumpe, die ist tatsächlich immer unter Volllast gelaufen. Ja. Da hattest du hinten am Rail ein Druckregelventil. Das ist heute auch noch vorhanden, aber das Konzept hat sich weiterentwickelt. Diese allererste Generation ist die Pumpe immer in Vollförderung gelaufen und hinten das Ventil hat einfach auf und zu gemacht und hat dadurch den Raildruck geregelt. Es funktioniert, aber es ist hochgradig ineffizient, weil du ja immer maximale Antriebsleistung dem Motor entnimmst, um den Kraftstoff zu verdichten. Heute, diese moderneren Railsysteme, die sind mit einem Zwei-Steller-Konzept ausgestattet. Das heißt, du hast eine Zumesseinheit, die bedarfsgerecht so viel Kraftstoff in die Hochdruckpumpe einströmen lässt, wie es notwendig ist, um den entsprechenden Kraftstoff-Raildruck aufzubauen und die Injektoren bedarfsgerecht zu bedienen. Das Raildruckregelventil hinten am Rail, das macht dann nur noch die Feinheit. Das ist eigentlich nur noch eingebaut für den Motorstart. Beim Motorstart wird die Zumesseinheit an der Hochdruckpumpe auf Vollförderung gesetzt, dass halt immer ein
ein adäquater Motorstart gewährleistet ist und für die ersten 5 oder 10 Sekunden wird tatsächlich hinten der Reldruck über dieses Regelventil geregelt. Und wenn du aus der Volllast rausgehst, dass sich der Reldruck schnell wieder abbaut. Mhm. Weil sobald du ja kein Gas mehr gibst, wird ja an den Injektoren auch kein Kraftstoff mehr entnommen. Und die Hochdruckpumpe dreht sich aber noch weiter. Ja, der Motor geht ja nicht einfach aus. Und insofern brauchst du das Raildruck-Regelventil hinten am Rail, um einen schnellen Druckabbau zu gewährleisten. Und das ist ziemlich, ziemlich clever gelöst. Und die Motorelektronik ist in der Lage, diese beiden Steller, das Mengenregelventil und das Raildruck-Regelventil, in Abstimmung zueinander zu bedienen. Und ja, so hat man eine wunderbare Raildruckregelung. Man sieht das ja auch hier in grün. In dieser Spalte in grün ist der Soll-Raildruck und dieses Kirschrot, dieses Dunkelrot, das ist der Ist-Raildruck und die sind weitestgehend deckungsgleich, so wie es ja auch sein soll. Also dass sich da wirklich keine nennenswerten Regelabweichungen einstellen, nur eben hier ganz leicht in diesem Drehzahlbereich, den ich ja eben schon angesprochen hatte, wo wir uns in Vollförderung der Hochdruckpumpe befinden und das System, das Kraftstoffsystem zumindest hier volle Kanne ausgereizt haben. Also mehr ist nicht möglich, weil wir mehr Kraftstoff nicht in den Motor reinbekommen mit dem aktuellen Setup. Was denkst du, würde jetzt gleich Abstimmung, alles gleich, Partikelfilter weg, was würde an Leistung dazukommen? Wir haben alleine, was der Partikelfilter klaut. Also wir haben jetzt hier einen absoluten Gegendruck von 650 Millibar zwischen Turbine und Partikelfilter. Das ist jetzt 0,6 Bar, ist ja schon ein bisschen was. Es ist schwer, da eine Schätzung abzugeben. Was man merkt bei Fahrzeugen, die im Rennstreckenbetrieb ohne Partikelfilter unterwegs sind, dass sie noch freier ausdrehen. Da muss man sagen, hier der Motor ist schon echt gut konzipiert. Auch über 4000, jetzt gerade mit dem Upgrade-Lader, spürt man da ja noch was. Also der fällt nicht irgendwie in ein Loch. Nichtsdestotrotz kann durch eine strömungsoptimierte Abgasanlage, da der Motor noch freier ausatmen, so über den Daumen geschätzt würde ich sagen, so 10, 15 PS, je nach Motor. Das ist jetzt gar nicht so viel. Nee, ist nicht so viel. Also der Partikelfilter, dadurch, dass der hier ja baugleich ist zu dem, wie er im 35 verbaut wurde, im 35D, können wir hier die 400 PS fahren. Nicht dauerhaft, nicht langfristig. Da spielen uns dann die Temperaturen spielen dagegen uns und man muss halt im Bauteilschutz dann schauen, dass man da durch eine Reduzierung der Leistung keine Überhitzung stattfinden lässt. Aber kurzzeitig so jetzt für den Sprint im Overboost ist das ja schon brachial, was das Auto jetzt abliefert. Ich wollte jetzt nochmal hier nach dem Spritzbeginn und der Einspritzdauer gucken, weil anhand oder über den Spritzbeginn kann man sehr stark die mechanische Belastung des Motors begrenzen und auch die thermische Belastung ein Stück weit regulieren. Im Endeffekt ist der Spritzbeginn das, was beim Ottomotor die Zündung ist. Ist beim Dieselmotor der Einspritzzeitpunkt, ja, der Spritzbeginn. Je weiter man den Spritzbeginn nach vorne verschiebt, umso mehr. Also die Dieselverbrennung ist zweigeteilt. Du hast bei der Dieselverbrennung eine vorgemischte Verbrennung und eine diffuse Verbrennung. Diffuse Verbrennung ist im Endeffekt nichts anderes wie so ein Ölbrenner, wenn man eine Ölheizung zu Hause hat. Ja, da wird das Öl ja auch fein zerstäubt und dann einfach in so einer rot glühenden oder rot brennenden Flamme verbrannt. Der vorgemischte Anteil der Dieselverbrennung ist der, wenn über diese ganz feinen kleinen Einspritzlöcher in der Injektordüse eingespritzt wird und sich der Diesel vernebelt, dann wirbelt der erstmal Sauerstoff oder Luft auf und verbindet sich, die ersten Teile Diesel, die eingespritzt werden, verbinden sich damit homogen. Und der Diesel hat ja keine Zündkerze, das ist ja ein Selbstzünder. Es braucht eine gewisse Zeit zwischen Einspritzevent und Zündung. Und in diesem sogenannten Zündverzug hat halt das Gemisch oder Teile des Gemisches haben Zeit, sich zu homogenisieren und sich zu vermischen mit dem Luftsauerstoff und da extrem zündfähige Bereiche zu bilden, die dann auch sehr schnell durchbrennen. Und dieser vorgemischte Anteil, der ist zum Beispiel dadurch, weil er so schnell durchbrennt und auch sehr sauber brennt, ist dafür verantwortlich, dass man dieses charakteristische Dieselnageln hat. Das ist das Geräusch der Verbrennung im vorgemischten Anteil. Und wenn ich jetzt den Spritzbeginn weiter nach vorne stelle, ausgehend vom oberen Todpunkt, dann habe ich ja immer mehr Zeit, bis der Kolben die Luft im Zylinder so weit verdichtet und erhitzt hat, dass eine Selbstzündung eintritt.
und mehr Zeit für den bereits eingespritzten Dieselnebel sich zu homogenisieren. Gut dahingehend, weil man einen höheren Verbrennungswirkungsgrad hat. Schlecht dahingehend, weil die mechanische Belastung höher wird. Je mehr vorgemischter Anteil im Zylinder verbrennt, umso steiler ist der Druckgradient, also der Anstieg des Druckes im Zylinder. Genau, du sagst es, die Pleuellager, die bedanken sich dann. Man muss abhängig von Last und Drehzahl einen sinnvollen Spritzbeginn wählen. Bei hoher Motordrehzahl, wo ja die Verbrennungsabläufe zeitlich gesehen sehr schnell aufeinander abfolgen, muss man den Spritzbeginn tatsächlich deutlich nach vorne verschieben, also vor oberen Todpunkt, um dem um der Verbrennung überhaupt noch Zeit zu geben, sich generell zu homogenisieren, das Gemisch, dass es sich homogenisiert und da ansatzweise sauber verbrennt. Wenn man zu spät einspritzt, das brennt auch, aber das brennt halt extrem heiß und das brennt vor allen Dingen in die Auslassventile rein. Und der Dieselmotor kann mechanisch sehr viel mehr ertragen, als das thermisch vertragen kann. Deswegen muss man jetzt so den Spritzbeginn abstimmen, dass wir bei so einer starken Leistungssteigerung, auch bei hoher Motordrehzahl, schauen, dass wir nicht zu viel Wärmemenge in den Kolben einbringen und zu viel Wärmemenge in die Auslassventile einbringen. Wir wollen ja nichts abschmelzen. Ich hatte hier eine erste Schätzung, beziehungsweise anhand einer ersten Abschätzung eine Auslegung gemacht vom Spritzbeginn. Das ist auch ganz gut. Also hier in Türkis sieht man umgerechnet auf Kurbelwellenwinkel vor oberem Todpunkt, wann der Spritzbeginn gelagert ist. Und in Grau ist umgerechnet über die Ansteuerdauer, also wie lang der Injektor einspritzt, umgerechnet in Kurbelwellenwinkel. Und wie man hier sieht, ist da ein Delta dazwischen. Das heißt, im unteren und mittleren Drehzahlbereich spritze ich nicht so früh ein, wie die Ansteuerdauer des Injektors in Kurbelwellenwinkel ist, um eben nicht die Pleuellager zu überlasten, um da nicht mit dem Vorschlaghammer übers Pleuel auf die Kurbelwelle zu hämmern. Und oben raus, bei hoher Drehzahl, wo ja einfach die Verbrennung nicht mehr so viel Zeit hat, stattzufinden, dort lasse ich tatsächlich dann den Spritzbeginn, den stelle ich so weit nach vorne, dass er teilweise sogar so weit vorgelagert ist, dass das Einspritzende noch vor oberem Todpunkt stattfindet. Das ist einfach jetzt noch Feinabstimmung. So wie das jetzt läuft, gefällt mir schon ganz gut. Wir machen noch einen neuen Flash, wo ich da nochmal ein, zwei Feinheiten anpasse. Und zusätzlich will ich noch was einbauen, um den 0 auf 100 Start nochmal zu verbessern. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit den Werten schon mal sehr zufrieden. Turbo funktioniert top. Raildruckregelung sind wir jetzt am Limit vom mechanisch Machbaren. Das Setup funktioniert und Ladelufttemperatur ist natürlich ein Traum mit dem großen Ladeluftkühler. Wir haben jetzt hier bei 9 Grad angefangen und du bist den 5. voll durchgefahren. Dann sind wir bei 25 Grad, also bei über 2,2 Bar relativem Ladedruck. Nur eine Temperaturerhöhung, eine Ladelufttemperaturerhöhung von 15 Grad, 16 Grad ist ja wunderbar. Weißt du, wie wir den Modus einleiten? Den Launch Control Modus. Mhm. Schalthebel auf S, dann Sport Plus und dann Bremse und Gas gleichzeitig getreten. Aber ich würde es. Ja. Probier es erstmal hier gerade. So. Muss die Bremse schon. Kommt aber nicht die. Ja, dann wird trotzdem launchen. Okay. Jetzt hat er es auch da gemacht. Aber dass er vorne so durchdreht, hatte ich noch nicht. Wir haben ja Gewicht auf der Rücksitzbank. Nein. Das war schon flott, nicht schlecht. Fehlerspeicher ist komplett leer, sehr gut. Mach doch noch einmal im Sport in M5 oder M4, M5, M6, wenn es geht. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Ja, der Cornelius war ja so nett und hat den Test durchgeführt. Zwei Ladeluftkühler, zwei verschieden große und verschieden ausgeführte Ladeluftkühler mit seinem Auto gegeneinander zu vergleichen. Zuallererst ist ja der Wagner Evo 1 eingebaut gewesen. Genau, Competition. Der Competition. Der Test ist immer so abgelaufen, du hast es sogar am selben Tag durchgeführt, ne? Genau. Genau, die. Das heißt, zwei, drei Stunden später. Ja, die Randbedingungen sind
grundsätzlich identisch gewesen. Du bist von ca. 65 km/h gestartet und bist dann bis 200 km/h beschleunigt mit aktiver Datenaufzeichnung. Und ausgehend von diesen aufgezeichneten Daten habe ich ein Diagramm erstellt. Du hast erst den Evo 1 vermessen und dann den Wagner Evo 2 Ladeluftkühler, der jetzt aktuell auch im Fahrzeug verbaut ist, vermessen. Und ich habe das mal grafisch aufgetragen. Die Ladelufttemperatur gemessen nach Ladeluftkühler über die Fahrzeuggeschwindigkeit. Und wie man ganz eindeutig sieht, ist da ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Kühlern. Der Evo 1 macht schon einen guten Job. Also bei ca. 65 km/h startet der Cornelius hier mit einer Ladelufttemperatur von 33 Grad und mit steigender Fahrgeschwindigkeit und natürlich dann entsprechend auch steigender Leistung kommt man schlussendlich dann bei ja hier fast 68 Grad Ladelufttemperatur raus, was noch im Rahmen ist. Sinnvollerweise stelle ich den Bauteilschutz so ein, dass ab 75 Grad Ladelufttemperatur spätestens dann auch eine Reduzierung der Motorleistung stattfindet, um einfach einer Überhitzung der Bauteile entgegenzuwirken. Und durch deine bauliche Maßnahme, die du hier mit dem Evo 2 durchgeführt hast, kannst du dem Überhitzen echt entgegenwirken. Also wie man hier anhand der orangenen Linie sieht, bei ähnlicher Temperatur 1 Grad weniger begonnen, die Messung durchzuführen und kommst dann bei gerade mal über 50 Grad Ladelufttemperatur bei dem Sprint von 65 km/h auf über 200 km/h raus. Und man sieht das ja auch hier, wie mit steigender Fahrgeschwindigkeit sich der Unterschied in der Ladelufttemperatur zwischen Evo 1 und Evo 2 immer deutlicher widerspiegelt. Also es war genau die richtige Entscheidung für dieses Projekt, hier auf den größten verfügbaren Ladeluftkühler zurückzugreifen. Er funktioniert. Und ist meiner Meinung nach ist er es auf jeden Fall wert. Wie vorhin schon angesprochen, bei einem Turbo aufgeladenen Motor ist die Ladeluftkühlung das A und O, gerade wenn es um die Leistungssteigerung geht. Wenn du es auch so stellen, ne? Platzt euch nicht ganz in die Sonne. Ja, das ist noch nicht so drin im Game heute, ne? Nee, ich bin noch nicht ausgeschlafen. Was machen wir hier eigentlich? Ja, ein Abschluss, oder? Ein Abschluss? Nee, den Abschluss machen wir noch nicht. Der Cornelius hat einen neuen Turbolader, den wollten wir noch kurz vorstellen, oder? Ja, erstmal können wir resümieren, was heute so passiert ist. Jetzt erklärst du erstmal resümieren. Zusammenfassen. Okay. Das ist immer sehr schwierig, Kollegen zu verstehen. Ja, wir sind jetzt bei Cornelius seinem Projektauto, wenn man es so nennen darf. Ist ja eigentlich ein Daily. Ja. Ja. Sind wir bei strammen 406 PS, ermittelt über die Diagnose, angelangt. Im Overboost, Nennleistung, sind wir bei 372 PS und um die 720 Newtonmeter. Im Overboost liegen 747 Newtonmeter an und das Auto beschleunigt schon brachial. Also der Antriebsstrang hat momentan zu kämpfen, trotz Winterreifen, die einen sich jetzt bei Plusgraden doch gut grippen. Der 0 auf 100 Sprint hat... Da hat er die Vorderräder scharren lassen. Nichtsdestotrotz gibt es noch weitere Upgrade-Möglichkeiten. Aktuell begrenzend ist die Kraftstoffversorgung. Hatte ich ja schon erklärt, dass wir da in Vollforderung der Hochdruckpumpe sind. Da besteht die Möglichkeit, eine geänderte Hochdruckpumpe mit gegenüber deinem jetzigen Modell. Die ist aber jetzt aktuell noch nicht direkt auf dem Markt, sondern leider noch... Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann 1:1 die Hochdruckpumpe vom 50D, also vom Triturbo, einbauen. Die kann extrem viel Kraftstoff bereitstellen. Ich habe da aber jetzt mehrere Jahre investiert und mal nebenher geschaut, wie man ja auch aus einer Serienhochdruckpumpe noch mehr herauskohlen kann. Und ich bin da mittlerweile so weit, dass ich einen Umbausatz anbiete oder in Planung habe, der jetzt fast vollendet ist, sodass man das Serienpumpengehäuse mit anderen Innereien ausstattet und dann sogar noch 10% mehr Fördervolumen bereitstellen kann, als es die 50D-Hochdruckpumpe vermag. Ja. Dann wissen wir doch, wo die Reise hingeht. Dann ist auf jeden Fall das Kraftstoffsystem mehr als überdimensioniert und dann brauchst du halt für noch mehr Leistung noch mehr Luft und da hast du dir ja was Feines besorgt. Genau, das heißt besorgt, bekommen. Bekommen, ja. Für euch. Von diesen Tuning Parts haben wir dem Cornelius einen schwarzen Lader beschafft. Wollen wir auch hingehen? Den können wir ja mal im Detail zeigen, ja? Kofferraum-Deals bei Olli holen. Wir machen die Kofferraum-Deals beim Netto-Parkplatz.
Genau, das ist ein Serienturbolader, extrem stark modifiziert. Also hier auch ein gefrästes Verdichterrad in maximaler Ausbaustufe. Das heißt, größer würde ins Gehäuse gar nicht reinpassen. Zusätzlich wurde die komplette Rumpfgruppe umgearbeitet. Also Rumpfgruppe ist ja hier der Mittelteil. Von den Anschlüssen alles identisch zum Serienturbolader. Aber die ursprünglich gleitgelagerte Lagerung, die Bronzelagerung, wurde ersetzt durch eine keramische Kugellagerung. Man sieht es auch, wenn man hier mal auf den Verdichter filmt. Also das ist super, super, super leicht laufend und echt gut gelagert. Und das Highlight von diesem Turbolader, wie im letzten Video oder wie zuletzt bezüglich Turbolader besprochen, ist auch die Heißgasseite entscheidend. Und hier ist eben eine maximal große Turbine drin und auch eine vergrößerte VTG, also eine Leitschaufeleinheit, um die Abgase effizient auch durch das Turbinengehäuse und über die Turbine zu leiten und den Motor super frei ausatmen zu lassen. Und das ist so momentan die Speerspitze an Turboladern, wie sie für diesen Motor oder für diesen Motortyp verfügbar sind. Damit will der Cornelius durchstarten. Durchstarten, so richtig durchstarten. Jo. War's das? Komplett für heute? Für heute erst mal. Heute mal. Dann machen wir noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache, Marcel, oder? Weil du ja so gute Arbeit ablieferst, melden sich die Leute zahlreich bei uns und wollen wissen, wie sie dich kontaktieren können. Deswegen kannst du denen vielleicht selber noch mal kurz sagen, wie sie euch erreichen können oder dich. Ja, also wenn Interesse besteht, Fragen sind oder man sich einfach austauschen möchte, erreichbar bin ich entweder per E-Mail oder über die Facebook-Seite, alternativ auch über die, über den Shop dieseltuningparts.com. Da einfach mal vorbeischauen. Unten im Impressum oder unten auf der Seite sind auch alle Möglichkeiten aufgelistet, wie man uns kontaktieren kann. Ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Für heute. Für heute. Für heute. Wir sehen uns bestimmt nochmal, oder? Bestimmt. Ich denke schon. Aber das nächste Mal kommt ihr zu uns, würde ich sagen. Machen wir. Gut. Ciao.